Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Space Engineers. Wieder mal als Talkgast dabei Sifferoth und Sven. Da. Jo. Und da wir mittlerweile unsere wunderschöne Stechuhr haben, aktivieren wir sie auch gleich. Ja. Arbeitsbeginn. Feierabend. Feierabend, wie das duftet. Naja. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, rosa-rote Panda. Ja, gell. Habe ich letztens erst geguckt. Ich habe letztens mal zu meiner Mrs. schon gesagt, die wiederholen ja nur im Fernsehen so einen Haufen Mist, ne? Und alles doppelt, dreifach, manchmal vierfach, die ganzen Serien und alles hintereinander. Aber das, was man wirklich gerne geschaut hat, wo man mal richtig wieder Bock drauf hat oder sowas, das kommt überhaupt nicht mehr. Das finde ich auch scheiße. Ja, ich habe sogar letztens jetzt angefangen über Stream Airwolf zu schauen. Das stimmt, das hatte ich, ich habe das als Klingelton auf dem Handy. Und wie gesagt, also ich habe das auch richtig gerne geguckt. Aber wobei mir das gerade wieder im Kopf schießt, weil du jetzt gerade sagst, mal, du guckst Airwolf. Ich habe letztens Werbung gesehen, also Filmwerbung, dass jetzt demnächst Knight Rider 2008 wiederkommen soll. Ach du Scheiße. Also gar nicht so schlecht gewesen eigentlich, ne? Weiß ich nicht, weil es ist halt der neue Kid, ne? Und ist nicht mehr der alte. Ich weiß nicht, also ich finde das nachher immer bloß als Abklatsch, oder? Weil ja, aber schlecht war es ja trotzdem nicht. Es war nicht unbedingt mein Fall damals, muss ich sagen. Aber schlecht fand ich es jetzt auch nicht. Also es war jetzt nichts, wo ich sage, ja, trage Scheiße, weißt du? Ja, wie, also das von damals und so nicht, im alten Kid und dem Tesla und sowas, das fand ich immer noch sehr interessant. Angefangen habe ich das ja mit einer Kassette, die wir als Kinder immer als Gute-Nacht-Geschichte noch nebenbei laufen hatten, zum Einschlafen. Aber das wird ja auf Dauer, wird es ja immer langweiliger, wenn du die öfters hörst. Du weißt ja schon nachher, was die alles erzählen. Und so. Aha, so ist das leider, ne? Aber, wie gesagt, also ich wollte speziell eigentlich auf The Voyager ansprechen, weil habe ich nicht gerne geguckt oder schaue ich halt immer gerne, aber die kommt halt nicht, ne? In der Atlantis und hä? Weiß ich nicht. Hast du kein Tele 5? Da läuft das doch immer. Ja, Tele 5 ist, wie gesagt, am Anfang war ich da total begeistert, weil da eben halt schöne Serien und Filme gelaufen sind. Aber ich habe ja dann jetzt angefangen, Bezahlfernsehen, oder jetzt schon länger, Bezahlfernsehen zu schauen. Wegen zwecks Werbung und so, weil mich das total aufgeregt hat. Und da kommt halt eben nur. Ja, Stargate, ja, aber ich meine, du hast ja dann trotzdem noch normales Fernsehen, oder nicht? Ja, aber wie gesagt, dann schaut man halt die anderen Sender nicht mehr. Ne? Ja, dann wird's mal Zeit, weil, wie gesagt, auf Tele 5 läuft's definitiv noch. Das weiß ja selbst ich. Und ich guck das eigentlich nicht. Aber ich weiß das, weil ich halt regelmäßig Tele 5 gucke und vor allen Dingen viel Tele 5 gucke. Ja, das war bei mir am Anfang auch. Und für die Nachwelt, die jetzt nicht wissen, was wir reden, Tele 5 war damals ein Fernsehsender. Das ist heute immer noch einer. Ja, du musst aber überlegen. Unsere Let's Plays, die halten ja dauerhaft. Und irgendwann guckt, sagen wir mal, 2030 vielleicht irgendjemand die Let's Plays und wundert sich, von was für einem Fernsehsender die reden. Meinst du, dass es den da nicht mehr gibt? Eventuell. Weiß man nie, ne? Ich bin trotzdem immer noch gegenüber den anderen Sendern ein relativ guter. Also ich glaube schon, dass sowas überlebt. Nehmen wir mal das vierte. Das ist doch schon lange abgesetzt und das hat nicht lang gelaufen. Ja gut, aber das vierte war ja auch nicht wirklich der Brüller, ne? Zumindest nicht in meinem Fall, also.
meine, von der Zeit her gucken wir trotzdem relativ wenig fern. Und wenn dann halt nur für Dienst frei feiern. Über allen guten Dingen muss man bei sowas eine Rallye drin haben. Was hast du? Bei allen guten Dingen muss man in sowas aber auch eine Rallye haben. Ja, aber ist mir halt die Zeit, die ich dann schaue, ist mir dann relativ wichtig. Also möchte ich dann auch was Ordentliches sehen und halt auch ohne Werbung. Ja, kann man verstehen. Kann das machen. Hey, wenn ich fertig bin, kannst du Lex nachher auch gar nicht mehr sehen in dem Schiff, ne? Ist das aber nicht Sinn und Zweck der Sache, warum du das machst? Nee, man soll Big Lex zum kleinen Teil nicht mehr sehen, also, ne? Man sieht sie zwar schon noch, aber sie soll halt von außen nur angedeutet noch sichtbar sein. Also jetzt ist hier auch Schluss mit dem Schiff. Das ist ja jetzt hier so die Endlänge, die ich jetzt erreicht habe. Wo ich sage, ne, jetzt geht es definitiv nicht mehr weiter an die Länge. Zumindest nicht hier vorne. Sonst wird das Ding doch wieder zu groß. Das kann ich ja nicht. Ich überlege mir gerade, wieso ich es mir doch so umständlich mit dem Boden hier mache. Ich kann doch, wenn ich an einem Kolben doch so einen großen Bohrer dran setze, kann ich doch entlang dem ganzen Kolbenweg doch die Ebene frei fahren, oder? Kolben? Was für ein Kolben? Pisten? Ja. Weiß ich nicht, ob das immer noch so ist wie früher. Dass das alles nicht so funktioniert, wie das funktionieren sollte mit dem Pisten. Dass es da immer noch Probleme gibt. Gerade bei Sachen, wo mehrere Pisten zusammenwirken. Ja, bei Pistons musst du da wirklich vorsichtig sein. War schon früher so. Wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter. Bring den auf die Leiter. Also, der hat gerade so gut gepasst. Mhm. Orche Pat habe ich auch früher richtig gern geguckt. Fand ich eigentlich ganz lustig immer. Aber es sind halt auch so Kindheitserinnerungen, ne? Weiß nicht, da hatten wir ja schon mal eine Folge bei mir mal drüber geredet, irgendwann mal. Beste Erinnerungen sind wichtig. Und ich finde es manchmal schade, dass sich manche Erwachsene benehmen, als wären sie nie ein Kind gewesen. Ich fällt doch jedes Mal aufs Neue, könnte ich da ausrasten. Sag ich immer, Faust im Gesicht, weißt du, bam, 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 bam. Ja, du weißt ja nicht, was damals war, ne? Vielleicht hatten die keine schöne Kindheit. Haben sie vergessen, aber was weiß ich. Ja, da muss man aber anderen Menschen nicht gleich die Kindheit versauen, ehrlich, nicht, tut mir leid, also. Ne? Ja, gut, im das Nachhinein macht man kann dir doch die Kindheit sowieso keiner mehr versauen, oder? Ja.
Ich bin fester Meinung, das schaffen manche Menschen trotzdem noch. Eine neue Abstufung. Hä? 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 Ja, viel Arbeit. Alles relativ große Maschinen, alles ist sehr klein. Besser aus. Ich und mein scheiß Deko warme. Das hat sogar geklappt, wie ich es mir gedacht habe. Das nenne ich dann mal richtig schön. Mhm. Es muss immer klappen, sonst ist scheiße. Ja, was heißt, es muss immer klappen, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Du musst schon ein gewisses Maß irgendwie Punkt zu nuckeln. Gerade hochmäßig begeistert. Hochmäßig begeistert? Okay. Darwin ist hochmäßig begeistert. Hochmäßig, du Hochnase, du! Hochmäßig? Ah, vergiss es. Du bist ja bald so wie Michi. Michi sagt auch immer, du. Du Vollhosten. Ja. Ja, so ist das Leben, ne? Mhm. Kann man gehen recht machen. Was? Ich liebe die Liebe und die Liebe liebt mich. Doch die, die ich liebe, die liebt mich nicht. Die liebt mich nicht, ne? Auch ein sehr alter Spruch. Dieser Spruch, der funktioniert immer noch gut. Heute ist es ja so, heute wird ja alles gezwungen, ne?
Ja, ich hatte das deiner Frau mal letztens gesagt. Sie hat mich gefragt, warum ich Weihnachten nicht mag. Und ich sag, das ist immer der Faktor. Weihnachten ist halt viel gespielt. Und das fängt damit an, nicht nur mit hier Kleinigkeiten, sondern wirklich auch damit, dass du den Menschen vorspielst hier und dein Leben ist so schön und alles so toll und du liebst ja deine Familie und hier und da und. Oh. Nein. Ich boykottiere Weihnachten. Ich hasse Weihnachten. Tut mir leid. Wird keinen Grund für mich geben, warum ich Weihnachten mag. Sollte es jemals einen Grund geben, dann weiß ich nicht, welcher es sein wird. Aber ich muss Weihnachten nicht haben. Naja, gut, nun bin ich auch eh, jetzt bin ich eh nordisch-mythologisch, ne? Also ich glaube ja nicht mal an Weihnachten. Aber wenn du den Sinn dahinter verstehst, ich meine, bei euch beiden ist es noch was anderes. Ihr feiert ja Weihnachten eher traditionell mit der Familie als, ne, kommerziell. Also bei euch ist das ja nochmal was ganz anderes. Da muss ich sagen, das ist auch das, was ich unter Weihnachten verstehe, weißt du, dass du Weihnachten mit deiner Familie bist. Nicht unnötig Geld ausgeben und hier und da und ne, muss ja Bei alles uns richtig gibt es Geld keine kosten. Geschenke. Eben, und das ist das, was ich meine. Ihr feiert das eher traditionell. Kommerziell. Also ihr feiert das halt mit der Familie. Nur mit der Familie. Ja. So finde ich, muss Weihnachten sein. Deswegen boykottiere ich Weihnachten, wie es normalerweise jetzt gefeiert wird, immer wieder. Mich gerade hier nicht runter. Können mir auch gerne alle Menschen auf dieser Welt böse nehmen. Gerne machen. Das hat aber für mich einfach keinen Sinn, Weihnachten toll zu finden. Muss ja auch nicht. Genauso wie Silvester. Silvester ist derselbe Scheiß. Da Ja, geben Leute wobei. unnötig viel Geld aus dafür, dass sie halt, ne, Ja, gut, alles in den Himmel schießen. Was ist das das Wort? siehst du von deiner Seite her jetzt, dass das vielleicht schon nötig ist. Also, andere haben da vielleicht viel Spaß, denn Ja, ich finde das einmal für Spaß Kinder im finde ich ganzen das Jahr. angenehm. Für Ja, Kinder finde ich gut. das ganz angenehm. Finde ich Ja, ganz lustig. wo liegt denn da aber der Unterschied, ob das nur für Kinder ist oder für Erwachsene? Weiß ich doch nicht. Siehste? Kein Kind. Also ich sehe da auch keinen Sinn drin, Hunderte von Euros auszugeben und das in die Luft zu schießen, davon mal abgesehen. Und sowas wird es bei uns auch nicht geben. Aber wie gesagt, also es ist nicht so, dass mir das nicht gefällt oder dass ich das nicht leisten kann oder hasse. Ich habe mich nur, wie gesagt, nicht sehr gewundert, wie viele Leute viel Geld ausgeben, um die Nacht zum Tag zu machen. Weil das Oh. war dieses Jahr richtig, richtig heftig. Wird aber noch schlimmer werden. Denke ich mal. Weil es wird Wird ja noch auch immer viel schlimmer günstiger. werden. Meine, wenn ich mal sehe, was hier Pakete kosten, 4,44 € und da sind, weiß ich nicht, wie viele Teile drin. Oh. Ich meine, ob das sicher ist oder was weiß ich, das ist mal dahingestellt. Ich meine, ich werde mich damit nicht beschäftigen, weil es sowas bei uns nicht geben wird. Aber das ist ja heute kein Geld mehr, 4,44 €. Das ist heutzutage wirklich gar nichts mehr. Ja, du musst das auch immer so sehen. Die meisten Menschen sehen, gerade ältere Generationen, sehen danach aber wirklich noch, ne, was hat das früher mal gekostet. Ja, aber die Vergleiche kannst du heute gar nicht mehr bringen. Ich meine, Nein. klar, manche rechnen immer noch um von Euro in D-Mark oder was weiß ich. Davon mal abgesehen. Aber das kannst du ja gar nicht mehr vergleichen. Der Lebensstandard ist viel, viel anders wie der von früher. Was du vergleichen kannst, ist, mit was bist du früher zufrieden gewesen und mit was bist du heute zufrieden? Ja. Das kannst du vergleichen. Ja, es ist halt der ganze Standard verschiebt sich halt irgendwo, ne?
Naja, ich meine, ich möchte mich damit überhaupt nicht nur beschweren, weißt du, es ist ja nicht schlimm. Nein, um Gottes Willen. Ja, also es gibt auch durchaus schöne Bräuche, muss man sagen, und ne, jeder mag halt seinen Brauch für sich, ne, das muss nicht jeder jeden Brauch lieben. Das wäre ja schlimm. Ja, wenn man so erzogen wurde, soll das jeder so machen, wie er ja, das für richtig hält. Ich meine, das sieht ja nachher jeder wirklich so, wie... Ja gut, gewissermaßen sagt man auch, siehst es nachher so, wie es dir anerzogen wurde, so ein bisschen auch. Bei uns ist halt Silvester und so eine Sache für sich gewesen. Wir haben es zwar gefeiert, aber, ne. Naja. Ja, angestoßen, so haben wir auch. Wir haben auch zugeguckt, wie die anderen schön ihr Geld in die Luft schieben. Ja. Ja, hart verdient. Jetzt komme ich wieder an die technische Grenze meines Schiffes. Löse ich das jetzt? Also bis dato komme ich ganz gut klar. Aber ab hier wird schwierig. Schon komisch, ich mache meinen Let's Plays und ihr spricht die ganze Zeit. Ich halte da gerade die Klappe. Das geht mir aber die ganze Zeit schon durch den Kopf. Ich wollte darauf bloß nicht sagen, dass am Endeffekt du ziemlich schweigsam bist. Ja, denkst wahrscheinlich gerade viel nach, wa? Ja, ich plane momentan eine Art Hubtisch für also ein bewegbaren Landefeld, ein Hubtisch, weißt du, der rausfährt. Mhm. Ist ein bisschen tricky, das Ganze hier. Eigentlich aber trotzdem eine geile Idee. Oh, ich hab mein Problem gelöst, ist das nicht schön? So soll's sein. Könnte ich schon sagen, das bringt mich gleich zum nächsten Problem, aber nein, das ist tatsächlich gelöst. Und sieht scheiße aus. Ja, das ist gut. Ja gut, wenn es um die Front geht, da warte ich lieber, bis Frankie wieder da ist. Er ist da ja nochmal ganz anders wie ich. Es ist halt nicht schön, es ist praktisch. Muss man ja jetzt ehrlich sagen. Ist ja auch nicht viel drin im Schiff. Wenn du überlegst, was an Räumlichkeiten in diesem Schiff drin ist, ist mager. Ich habe einen Hangar für Big Legs, ich habe einen Hangar für 6 kleine Schiffe und ich habe eigentlich keine weiteren Räumlichkeiten. Ich habe ja nicht mal ein Lager. Lager ist ja, in aber der... Aber was brauchst du denn? Hä? Aber was brauchst du denn? Was? Lager und so Räumlichkeiten. Du bist ja im Endeffekt nur von dem Standpunkt zum anderen unterwegs und dich danach aufgehalten. Also sagst du, was brauchst du dann Lager oder sonst was? Ja eben. Zwischendurch baust du das und so nicht. Du brauchst Reparatursachen und sowas, das sehe ich ein. Aber es ist so ein Lager oder sowas. Nee, was ich an Lager habe, das ist ja in dem Schiff verbaut, weißt du, die Container. Mhm. Direktes Lager haben wir nicht. Das ist alles im Schiff hier direkt verbaut. Also in den Zwischenränden und den ganzen Hohlräumen und so. Genau wie die Gyroskope und alles. Das ist alles dahin geschleppt worden, wo es kein Mensch braucht. Wo es nicht stört, vor allen Dingen.
Ja, und wenn du Planet hast, du ja einen Replikator und dann machst du dasselbe. Brauchst du auch nicht viel Platz. Was ich ein bisschen komisch finde, das ganze Schiff ruckelt nicht. Das ganze Schiff komplett von vorne bis hinten. Aber wenn du im Hangar stehst, dann fängst du ein bisschen an zu ruckeln. Aber nur im Hangar. Woran das liegt. In dem Hangar ist ja nun wirklich nicht viel drin. Darum hatte ich ihn ja schließlich schon gesehen. Nach dem Schweigen nicht gescheitert oder nicht viel. Nein, ich hab's mal gerade wieder geschafft und bin gerade. Ich hab mich gerade totgeschmeißt. Super! Wie war das? Autonome Sterbehilfe. Nein, wir brauchen ein Schweißschiff, was sagt, ey, da ist eine Person, wir machen uns mal aus. Hatten wir vorhin erst drüber geredet, ne? Ja. Ja, wie gesagt, die Automatik dazu ist ganz einfach gemacht. Sau schnell. So, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie lange es hinten noch wird, das Schiff. Also vielleicht 2-3 Segmente noch. Weil da muss ja noch ein Treppenhaus rein. Und was schweige denn das Triebwerk? Was hast du für ein Triebwerk? Das hat gar kein ja, ganz normale Standardtriebwerke. In dem Schiff sind ja auch kaum Mods verbaut. Also nicht groß mit hier, weißt du? Hier hübsch, da hübsch, alles hübsch, nein. Vielleicht 2 oder 3 Mods in dem Schiff, die wirklich zu Tage kommen. Okay, sehr schlecht. Was denn? Mein Hubtisch macht sich gerade vom Acker. Was? Mein Hubtisch macht sich gerade vom Acker. Was jetzt? Wie ist los, oder was? Toll, jetzt habe ich sogar noch Platz, um die Presse einzubauen. Also eher gesagt, um das Waffeleisen einzubauen. Ah. Ja. Aber ich will das Waffeleisen jetzt doch nicht drin haben, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Muss jetzt irgendwie doch nicht sein. Nee, du kannst ja eine kleine Form davon machen. Ach Mann, total umsonst gebaut, das ganze Mist hier. Naja, es passt ja, von der Breite passt es noch gerade rein. Ja, so ein Kasten meine ich, weißt du, der oben offen ist und der an der Seite wie wirklich jetzt so ein Schrottplatz, so eine Schrottpresse. Naja, ich wollte ja eigentlich wie unsere große Presse, nur in kleiner, weißt du? Ja, aber nicht, dass die einen Deckel hat von oben. Nein, nein, wie gesagt, wie die Schrottpresse, wie die Presse unten, das große, das Loch, weißt du? Nee, auch nicht. Nur ja, halt doch, klar, wesentlich nur kleiner. Von, ja, und nur von einer Seite, dass die von einer Seite schiebt. Ja. Auf der anderen ja, Seite dann theoretisch halt reicht. Ja. Obwohl, dafür hätte ich glaube ich nicht genug Platz. Ich müsste wahrscheinlich von beiden Seiten, weil links und rechts habe ich nicht genug Platz, um so viele Pisten einzubauen. Ja, die sollst ja nicht. Nee, wieso? Die bauen ja eigentlich so. Nee, die bauen ja eigentlich einen großen Bereich ab. Ja, aber du sollst ja die nicht so groß bauen. Du musst ja da keine riesigen Schiffe da drinnen verlegen. Ja, ne? Das ist ja von der Sache her nur für kleine Reparaturen und hast nicht gesehen. Dann kannst du das ja auch. Kannst du da ja auch zweigleisig fahren. Dass du das nicht bloß nutzt als Presse. Was weiß ich, du kannst ja da einen Deckel drauf machen, aber der Deckel, der fährt eben halt dann zur Seite und unten drunter hast du dann eben die Presse oder was, dass du da nicht. Dass du 2 Fliegen mit einer Klappe schlägst. So. Ja. Mann. Ja, wie gesagt. Eigentlich wäre es am besten, du holst, installierst dir das Spiel mal und kommst mal selber gucken. Vielleicht hast du ja noch 1-2 Ideen. Ich werde hier nämlich langsam bescheuert.
Weiß nicht, ich hab auch überhaupt gar keinen Bock groß was mit zu tun. Ich habe gestern eigentlich so gut wie gar nicht gezockt. Und ein bisschen langweilig im Internet rumgegammelt. Zwingt dich auch in der Natur. Ja, und weiß nicht, da waren so ein Trailer. Die Frau vermisst mich schon, wa? Nö, die hat jetzt Aufgaben, wo sie eigentlich über Tag hintereinander beschäftigt ist. Mit Farming, was ich bin. Farming hier? Weil... Oh, Feierabend! Och. Das klang jetzt so, als wenn du da schon ewig drauf gewartet hast. Kannst du wirklich? Das so war jetzt gerade die Auffassung. Aber Hardcore, ey, das ist ja geil. Fuck, ey. Wenn schief geht, dann richtig. Ich glaube, ich spiele gleich 7 Days to Die. Gestern auch mal wieder angefangen. Lustig ist, die haben das ja jetzt richtig verbessert, ne? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ja, da haben die so viel geändert in dem Spiel. Konnte mir zum Beispiel jetzt ganz gemütlich ein Haus bauen. Oder fast. Ich habe es jetzt gerade mal angefangen. Erste Etage steht auch zu mindestens 1%. Wieso konnte das vorher nicht? Weil du ja immer diese Zombie-Horden hast und die normalerweise, sobald es Nacht wird, auch immer wieder und immer besser und immer schneller kommen. Und das wohl jetzt nicht mal so. Anscheinend nicht. Also ich habe jetzt nachts so gut wie keine Zombies gehabt. So, während Sivirot dann über seine Zombies klabert, sage ich mal, ich grüße meine Abonnenten, ich grüße meine Spontanzuschauer und man hört sich, man sieht sich und man liest sich. Wir grüßen alle, die es haben. Ciao. Tschüss.